Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen auf jeden Fall die Oma-Story. Wir sind heute zusammen bei Oma unterwegs, Leute. Es wird auf jeden Fall heute mega, mega krass. Wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann, Leute, guckt euch das ganze Video an. Lasst mir mal gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet. Dreht auf einmal ganz euer Handy, drückt auf die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ey, yo, Kasper! Was geht ab, Bloxo? Freust du dich schon auf den Besuch bei unserer Oma? Endlich wieder! Guck mal, da ist sie! Guck mal, warum sieht sie denn so böse aus mit dem Nudelholz in der Hand? Ja, weil letztes Mal ist sie doch schlafgebannt. Hallo Oma, kurz ein Foto gemacht. Hey, hör auf, das ärgert sie. Verewigt einfach. Okay, wir sollen an die Tür gehen. Mann, das mag sie nicht so gern. Komm, lass mal reingehen. Na gut, wir gehen an die Tür, Kasper, okay? Ich habe nur ein Foto gemacht für die Ewigkeit, damit sie sieht, wie sie ist. Ja, okay, dann ist ja alles gut. Dann ist ja... Guck mal hier, die eklige Katze. Wie dick die ist. Guck dir die dicke Katze an, Alter. Du weißt, das Ding ist, die Katze ist so dick, du willst aber nicht fragen, ob sie schwanger ist. So dick ist die. Ja, ist so. Stimmt auch. Ohne Spaß, wir sollen uns hier ein bisschen angucken. Guck mal hier. Das Ding ist, siehst du das? Hier ist so ein Schloss davor. Okay, warte mal, was ist denn hier? Oh, hier ist ein Raum mit dreckiger Wäsche und sowas, okay. Oh, diese Ekelkatze, die macht mich richtig sauer. Warte mal, da muss ich erstmal hier... das Ekelding, ey. Guck hier. So eine dicke Katze zu verkaufen. Okay. Die muss ich erstmal festhalten. Hier ist eine Fernbedienung, kann man die anmachen? Hier ist ein Pin-Code. Hier kann man so Pins eigentlich... Hier ist ein riesiger Tresor, den sehe ich ja jetzt erst. Wo denn? Wo bist du? Ich kann hier draufklettern. Die Treppe hoch, die Treppe hoch. Hier, guck mal, hier oben. Ey, guck mal, ich habe was gefunden. Was hast du gefunden? Zeig mal. Ja, so eine Truhe mit Schloss davor. Ach, cool. Was ist... Ey, warte mal, zeig mal. Und guck mal, das Bild hat, was da drüber ist. Das Bild? Glaubst du... Es könnte auch ein Geschenk sein, oder? Sieht voll nett aus, ne? Aber das Ding ist, warum ist es dann da drin verschlossen jetzt, wenn das nur ein Geschenk... Stimmt. Hier war ich doch auch eben drin. Hier habe ich doch auch irgendwas, aber hier ist nichts. Hast du irgendwas entdeckt, oder was? Nein, hier ist nichts, hier ist nichts. Hä, warte mal. Wir müssen ein bisschen leise sein gerade, oder? Aber die hat doch voll Mucke an, oder nicht? So eine gute Party hier. Ja, ist doch eigentlich echt... Alarmanlage, die ist ja voll ausgestattet, Alter. Guck mal, Omi hat, glaube ich, den Kuchen jetzt fertig. Ja, oder Burger? Eins von beiden. Ich weiß es nicht genau. Also eins von den beiden auf jeden Fall. Ich habe schon mega Hunger. Wollen wir uns schon hinsetzen und ein bisschen was essen? Ich würde sagen, wir können uns eigentlich hinsetzen und ein bisschen was essen, ne? Wäre nicht schlecht. Okay, was machen? Okay, aber nochmal ein Foto von Jerry. Ich sitze schon. Hey, ich sitze woanders. Was ist ich denn? Ey, die Cookies und Burger hat gemacht. Guck mal. Ich sitze in der Küche. Aber guck mal, wie lecker das... Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Voll lecker. Zuerst der Burger und dann der... Alter, ich krieg den Burger gar nicht auf, so groß ist der. Ich sag's dir, also... Oh, jetzt hab ich... mal. Ich sag's dir, der war ja richtig groß, der Burger. Also wenn ich die Katze kriegt, aber keinen Burger, oder? Nein, die kriegt keinen Burger, ohne Spaß. Aber warum geht's denn nicht so gut, ist jetzt gerade die Frage. Ja, ich merke gerade was. Irgendwas. Bist du auf irgendwas allergisch oder sowas? Ja, auf irgendwie so komisches Mehl oder so, aber ich weiß nicht, Mehl? Oder Erdnüsse, so Erdnussmehl oder sowas. Okay, warte, hast du denn was mitgebracht dafür, falls du sowas hast? Ich brauch schnell, in meinem Rucksack schnell. In welchem Rucksack? Wo? Ich hab einen Rucksack, den habe ich hier irgendwo hingestellt, ich weiß nicht, wo. Oh nein, du warst oben, oder? Ich einmal ganz kurz, schnell, Boxo, ich brauch den schnell. Schnell, ich habe 30 Sekunden Zeit. Ist echt nicht gut. Ich kann ihn nach oben, der ist nicht oben. Oh Gott, der ist bestimmt, vielleicht hast du ihn im Raum gelassen oder so. Oder so vielleicht. Da, hier ist der. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Oh, ich hab ihn, der war im Wäscheraum, du hast ihn da liegen lassen. Ich brauch den auch echt, ich brauch den. Ja, kein Problem, alles gut. Immer wieder gerne, Kasper. Oh, ich weiß nicht, was das war, Erdnüsse oder so. Ja, in so einem Burger, ich weiß auch nicht, was es da zu suchen hat. Schmeckt sowieso nicht so lecker. Auf jeden Fall, auf irgendwas habe ich reagiert, ich weiß auch nicht was. Ja, du bist auf jeden Fall die ganze Zeit allergisch, habe ich so das Gefühl. Ich sag's dir, immer wenn ich irgendwo hingehe, ist da immer irgendwas, ne? Unglaublich, Alter, unglaublich. Aber das Ding ist, vielleicht sollten wir ein bisschen Süßigkeiten sammeln. Süßigkeiten sammeln? Wäre nicht schlecht, oder? Oh, guck mal, was ist denn mal... Hey, was kommt da aus dem Toaster? Was ist hier im Kühlschrank? Oh, lecker, hier! Wieso? Was ist da alles? Warte mal, da war so ein Medikit drin oder sowas. So ein Erste-Hilfe-Kit. Ja, aber ich finde, wir können auch für sie ein bisschen aufräumen, ne? Sie da... Können wir auch machen, ja, von mir aus. Durch. Oh nein. Oh mein Gott, wir müssen alles aufräumen. Schnell hier! Bam, bam, bam. Boah, was ist hier alles in der Küche? Bam, bam. Ist ja gar nichts im Wäscheraum, hä? Ja, dann komm mit hier, du musst mir in der Küche mithelfen. Ach so. Oh Gott. Und mach den Kühlschrank doch zu, wenn du da dran warst. Ja, du warst doch da dran, da waren noch zwei drin. Du warst da auch dran. Hier, so, das okay. noch weg. Haben wir alles fertig? Ja, sieht ganz gut aus. Glaubst du? Ich glaube, wir haben alles aufgeräumt, oder? Was ist hier noch im Raum? Keine Ahnung. Ist ja noch irgendwo. Hier, okay. Ich guck nochmal ganz kurz hier drin. Die dicke Katze muss ich nochmal festhalten. So. die muss ich auch nochmal festhalten. Haben wir irgendwas noch vergessen oder war das alles? Also ich glaube, wir haben eigentlich alles gehabt. Ich glaube, der Timer läuft einfach nur so ab. Vielleicht auch hier irgendwo. Ja, das stimmt.
Ja, das hier drin? Hier vielleicht? Nee, nee, aber mach diesmal den Kühlschrank zu, okay. Der Toaster vielleicht? Ja, dann lass einfach kurz warten, vielleicht will Omi nochmal Kontrolle laufen. Guck mal, das hebt da richtig ab, das Toast. Yeah! Neo! Zum Beat! Boah, ich okay, mag ich glaube, das war alles. Also ich glaube, Oma wird gleich zufrieden sein. Glaube ich auch. Alles entspannt. Sollte eigentlich alles sauber sein. Mal gucken, sie kommt jetzt, glaube ich, wieder zurück, oder? Mhm. Hä? Ja, wir haben nicht alles geschafft, sagt er. Was? Hä? Ich habe Schaden bekommen. Der hat mich geschlagen ich hier. Ich auch. Was haben wir denn vergessen? Hä, ich weiß auch nicht, was wir vergessen haben sollten. Im Wäscheraum oder so vielleicht was? Ich hab geguckt, da war nix. Hä, ich vielleicht hab auch geguckt, so? Aber ja, oben vielleicht, weiß ja. Ich nicht. Okay, ja, lass so, uns ein bisschen ich Fernsehen gucken. Ich hab erstmal hier was Medikit reingedrückt, ey. Dann hab ich jetzt einfach volles Leben wieder. Ja, ich leider hab leider keins. So, dann mach ich den Fernseher an, ja. Die Glotze. Ja, dann komm, ey. Also wirklich, geht ja gar nicht klar hier. Echt so, was ist das denn? Also, das sah schon auf jeden Fall ein bisschen gruselig aus im Fernsehen, muss ich gerade sagen. Das kann man ja gar nicht zeigen. Muss ich auch sagen. Also, das war ja wirklich, was wurde da gemacht, frage ich mich. Also, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen spät jetzt, Kasper. Ich finde, wir sollten eigentlich schlafen gehen, ne? Lass mal lieber irgendwie, also, nee, ich bin auch schon müde. Lass lieber mal abziehen hier. Das wäre echt ja. Zu nervig. Da kommt und so. Auf jeden Fall. Also bin ich auf jeden Fall bei dir. Dann würde ich ja sagen, lass uns wenigstens noch einmal ganz kurz warten, bis die Oma noch nach Hause kommt. Und dann können wir eigentlich schlafen gehen. Okay, also ich habe gesagt, auch die sollte auf jeden Fall gleich zu Hause sein. Und dann sollten wir auf jeden Fall auch gut ins Bett kommen. Ja, genau. Aber das Ding ist, Jerry sagt, kein Problem. Wir können ruhig schlafen gehen. Aber wir können jetzt schon ins Bett? Okay, gut, dann lass uns hochgehen. Ja, Jerry. Hier, komm, wir geben wir folgende. Hier drin, guck mal, was ist das denn? Hä? Hä? Oh, okay, hier anscheinend. Guck mal hier. Ein Basketball. Guck mal, oh. Ei, aua! Ich bin dran. Warte. Ich bin dran, hey! Hör auf, du! Nee. Bam! Nein! Oh, der ging nicht rein. Ich zeig dir mal, wie das geht. Du hast anscheinend keine Ahnung, wie sowas funktioniert. So, ja, du musst. Du nimmst ihn. Ja, und dann? Jetzt. Ah! Ha, oh, du bist richtig schlecht! Aber richtig knapp! Nein, nix da. Pass auf, ich zeig dir jetzt, wie es funktioniert. Von einem Dreierwurf, von ganz weit hinten. Pass auf. Von ganz hinten also. Okay, zeig mal. Und? Wow! Ey! Ich mach ja hier richtig auf den Sack drauf. Ey, lass mal lieber hingehen, oder? Warte, machst du denn das hier noch? Ey, cool! Zum Drehen. Guck mal, ich kann auch Gitarre spielen. Oh, ich kann doch nicht Gitarre spielen, jetzt bin ich müde. Okay, pass auf, lass einfach hin. Jetzt einmal! Ja! Wow! Oh mein Gott, High Five! Sehr gut! Sehr schön, okay, komm, ich würde sagen, wir gehen schlafen, Kaspar. Würde ich auch sagen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf schön. Gute Nacht. Wow! Hast du das gehört, Kaspar? Boah, was ist denn los? Ich bin doch voll müde, ey. Was ist denn los? Irgendwie habe ich gerade ein Fenster oder sowas. Hä? Was ist das? Schon wieder. Was ist das? Jetzt habe ich es auch gehört diesmal. Hä? Was ist hier los, Jerry? Was ist das, Jerry? Also jetzt habe ich aber gerade zwei Fenster gehört. Das sind doch voll laute Geräusche, die von unten kommen. Ja, als würde es von unten kommen, aber... Hä? Meinst du, Oma ist zurück? Als ob Oma so laut ist. Aber lass uns doch mal nachgucken. Mitten in der Nacht? Ja, komm, lass mal lieber runtergehen. Oder so, Kaspar. Lass lieber abchecken unten. Die alte Göre. Könnte sein, dass die Hilfe gebraucht... Vielleicht wollte sie sich auch ein Glas Milch holen. Die war ja mit dem Nudelholz heute so aggressiv drauf. So! Ah, okay. Wir haben nichts zu vermuten. Es hört sich so an, als wäre Oma hier irgendwo, aber anscheinend doch nicht. Aber das kann doch nicht angehen. Auch in der im Kühlschrank ist doch auch nichts. Nee, also, aber warte mal, dann weiß ich auch nicht, wo diese Geräusche herkommen. Oh Gott! Wow! Hä? Was ist mit Oma? Pass auf da! Oma? Was ist mit dir denn los? Oma, bist du da? Warum läuft die da so komisch rum? Omi! Nein, die ist schlafwandelt, glaube ich. Ach, dann ist sie das! Lol, was? Oh mein Gott. Okay. Was macht da Jerry? Wo ist Jerry? Hey, guck mal, hier die dicke Katze wieder am Schlafen, aber die hat die Augen auf. Ist so. Du hast so viel gefuttert, deswegen bist du noch ganz wach. Ja, guck mal, die schläft richtig auf der Seite. Ah. Was? Oh Gott. Wo ist denn jetzt wach? Die hat dich gesehen oder so. Hey, ich habe gar nichts gemacht. Warte mal. Hier. Omi, bist du? Foto. Nein, Oma. Oh. Oh nein. Mach ein Foto von dir, bitte schnell. Mach ein Foto, Kass schnell. Auf. Mach schnell ein Foto. Ja. Oh Gott. So ist gut. Noch ich heute schon hier. Ah. Omi, jetzt auch noch. Lass mich in der Ruhe hier, Omi. Die ist Kinderschlägerin oder sowas. Ja, oh Gott. Ich bin versteckt, Kaspar. Ich esse alle Plätzchen auf. Ich esse alle Plätzchen auf, bitte. Wie, da liegen da noch welche? Da liegen welche, da liegen ganz viele für dich. Du kannst sie dir alle holen, sie gehören alle dir. Ich guck hier. Wo denn? Nirgendwo. Nein. Da ist gar nichts mehr. Ich verstecke mich hier. Hier bekommen sie mich nicht. Sie kriegt mich nicht, Kaspar. Wo bist du? Sie kriegen mich nicht, ich bin versteckt. Ich lock sie zu dir. Omi, oh Gott. Hä? Da ist sie geht hoch wieder. Guck mal. Du sagst, das ist eine alte Göre. Was macht die denn? Also, das ist ja unglaublich. Also, wirklich.
Sie da oben irgendwo wieder. Also Jerry sagt, er hat noch nie sowas bei ihr gesehen, aber das ist ja echt verrückt. Ja, ist klar. Also das ist doch nicht bestimmt nicht das erste Mal passiert, oder? Denkst du, sie ist zurück in ihren Raum gegangen? Meinst du denn, das ist ihr Schlafzimmer? Ich mach mal hier das Licht an lieber. So, hier. Ich halte bereit. Ich mache direkt Foto. Ich halte für die Ewigkeit fest. Okay, komm, komm, komm. Und? Hä? Sind ich gerade reingegangen? Was macht denn? Hä? Okay, nee. Sie ist anscheinend wieder ins Bett gegangen, glaube ich. Deswegen sollen wir wieder einschlafen. Ach so. Na gut, dann... Nee, dann ist alles gut. Hier, mach ich nochmal ein Foto. Ah, auch noch ein Foto vom Raum hier. Alles festhalten, hier, komm, ne? Komm, Alter, ich hab dich im Auge, Broxo. Ich hab dich im Auge. Ja, ich hab auch ein Foto von dir gemacht. Keine Sorge. Ja, ich auch von dir, ne? Aber auf meinem Foto sehe ich Jerry nicht. Ich glaube, Jerry ist ein Geist. Echt nicht? Spaß. Komm, lass uns zurückgehen. Lass uns zurückgehen. Lass uns folgen. Ja, okay. Runter hier? Jerry. Hä? Okay, was sollen wir jetzt machen? Hä, okay. Irgendwelche Holzbretter nehmen oder was? Wo sollen denn die Holzbretter sein? Ah, warte mal, hier, ich sehe ein Holzbrett hier. Wir müssen Oma einsperren oben, damit sie nicht nochmal läuft sozusagen. Als ob, hier ist auch noch ein Holzbrett. Ja, das sollen wir hier ranbringen, bring das mal schnell her. Voll clever. Ah, okay, damit sie nicht nochmal runtergeht und irgendwas macht oder so. Hahaha, die haben wir eingesperrt. Ich glaube, da fehlen noch welche. Wo denn? Ja, hier liegt noch eins. Ach so. Hier oben, ich bringe es mal ganz kurz hier liegt auch noch eins versteckt hinten. Okay, komm, die bringen wir mal kurz ran und dann waren es, glaube ich, alle, oder? Ja, haben wir die einfach eingesperrt, ne? Müssten eigentlich alle gewesen sein. So, ran da und... Hä? Okay. Hä? Das sieht aber nicht so gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, sieht voll kaputt aus. Hä? Wieso sieht das so kaputt aus? Ich weiß auch nicht, wieso. Sieht ja nicht so gut aus, muss ich sagen. Nee. Lass die auch noch mal gucken. Vielleicht finden wir noch ein Brett hier irgendwo. Also hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ich habe in der Küche auch noch nicht geguckt, fällt mir gerade ein. Ja, in der Küche könnte eigentlich schon eins sein, so vor allem unten. Hier, nee, gar nichts mehr. Nee, echt nicht. Hä? Dann müssen wir oben vielleicht noch mal gucken. Dann muss da vielleicht... Oder in unserem Raum noch oben oder so? Stimmt, in unserem Raum. Das scheint hier echt kaputt zu sein, oder? Ja, das sieht echt schon ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ja, kann, also wirklich. Also in unserem Raum ist kein Holzbrett, du hast es einfach kaputt hingelegt, du Idiot. Du hast doch deins auch da, wo ist denn deins? Nein, ich hab meins angemacht. Oh nein, Jerry, guck dir das jetzt an, dann wird sehen, wie doof du das Brett platziert hast. Hä? Dann wären wir vorbei. Nein. Ja, alles gut. Wir haben alles geschafft, glaube ich. Also ich glaube, wir haben die jetzt eingekerkert da. Also wirklich, ne? Ist auch alles gut, wir können wieder schlafen gehen, alles entspannt. Na, vielleicht sollten wir doch lieber erst entkommen oder so. Ja, weg von Omi oder was? Ja, aber diese sogar Alarmanlage da angestöpselt. Ja. Aber wie sollen wir einfach durch die Fronttür raus oder wie? Ja, aber das ist ja die Alarmanlage. Können wir das einfach so machen? Nee, dann macht Omi auf und dann wird sie sauer. Das können wir nicht bringen. Die wird richtig sauer, die wird uns verfolgen oder so. Die wird einfach wieder 30 Jahre jünger und sprintet uns hinterher. Ja, genau so. Ich sehe das doch schon. Aber Oma macht doch immer abends den Alarm aus, glaube ich, oder? Ja, ich glaube ja. Aber gibt es da nicht irgendwie einen Weg, die auszuschalten oder sowas? Doch, ich glaube, es gibt einen Code, den man finden kann. Und dann kann man die ausmachen, wenn ich es richtig erinnere. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Glaubst du wirklich? Ja, ich glaube, also irgendwo müssen wir auf jeden Fall einen Code finden. Warte mal, vielleicht kann der Code auch in dieser schwarzen Box drin sein, die abgeschlossen ist. Aber wir müssen dafür den Schlüssel finden. Ne? Oh, der ist wahrscheinlich bei ihrem Raum oder so. Ja, das könnte sein, dass er sich versteckt irgendwo, weiß ich auch nicht. Und dann gibt es da noch diesen anderen Schlüssel, diesen orangen, der halt wahrscheinlich den Keller aufmacht, ne? Ah, aber wo genau müssen wir hin? Ich weiß es nicht genau. Es könnte auch noch ein Ausgang im Keller sein, wenn du jetzt gerade Keller sagst, fällt mir ein. Ja, das könnte eigentlich schon passen, muss ich sagen. Aber wo genau ist auch die Frage. Also das Ding ist, auf jeden Fall müssen wir jetzt den Schlüssel finden, aber wo könnte er sein? Ja, lass mal gucken gehen. Oh nein. Was war das? Nein, nicht schon wieder. Ist irgendwie wieder ausgebüxt? Nee, schon wieder, ich guck jetzt. Ich kann nicht. Och nein, die ist schon wieder aufgewacht, warum denn? Ich glaube echt, dass die wieder ausgebüxt ist, oder? Was sollen wir jetzt machen? Mach lieber mal überall die Lichter an. Nicht mehr. Nee, jetzt sind wir... Hä? Hilfe! Sie hat Hilfe geschrien! Was? Wie sollen wir dir denn helfen, Omi? Was ist denn los? Oh mein Gott, die ist doch grad... super sauer! Oh Gott. Ja, aber... Hätte die doch gerade irgendwie gesagt, Hilfe oder nicht? Ja, sie hat Hilfe gerufen, aber ich glaube eigentlich, dass sie in Ordnung sein wird. Glaubst du? Ja, alles gut. Ich glaube, Omi geht's gut. Okay, dann eröffnet jetzt anscheinend ihre Tür, sagt er, ne? Er macht ihre Tür auf? Okay, zeig mal. Ja, okay, Jerry. Immer. Sonst lass mal hingehen. Mach einfach, oh Gott. Oh nein. Oh Gott, nein. Oh. Oh Gott, wir sollen uns verstecken, wenn irgendwas Schlimmes passieren sollte. Oh, Jerry. Sei bloß vorsichtig. Jerry, hör auf damit, sei vorsichtig. Aber was macht er jetzt? Jerry. Oh Gott. Oh nein, er macht die Bretter. Ich hab Angst, dass Omi da jetzt... Oh Gott! Was war das für Ketten da hinten bei Omi? Hier, da Ketten, oh! Ja, Jerry! Was? Jerry, nein! Jerry! Geh da nicht so nah ran! Jerry!
Nein, 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 wir müssen jetzt unbedingt. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt sofort diesen Code finden für diesen Tresor und für diesen Schlüssel. Aber wo? Aber also erstmal einen Schlüssel finden, würde ich sagen. Irgendwo muss der doch sein, oder? Ja, was mit Jerry denn jetzt? Ja, ich hoffe, es geht ihm gut. Hä? Vielleicht hat die Katze den Schlüssel aufgegessen, die dicke Sau. Das kann auch sein, ne? Ja, stimmt, das kann auch sein. Wir können auch oben nochmal nachgucken. Denkst du? Lass ich habe nochmal ein Foto gemacht, ich muss das nochmal schießen. Hä? Ja, Oma ist weg. Wie? Ist hier der Schlüssel irgendwo unterm Bett oder so? Ja. Ja, da liegt er doch. Ja. Sehr schön. Aber guck mal, was sind hier für Ketten und was ist das für eine Horror-Oma hier? Das ist echt voll die Horror-Oma. Aber warte mal, wo sollen wir denn jetzt lang gehen? Denkst also den Schlüssel hast du am Start oder was? Ich kann ihn noch nicht nehmen. Okay. Aber gut, lass ihn gleich nehmen. Hier sind doch komische Bilder da vorne, siehst du das? Die ist voll durchgedreht. Aber gut, nimm den Schlüssel hier einfach mal. Okay, ich habe den Schlüssel jetzt erstmal gefunden jetzt. Vielleicht ist auch der Schlüssel für die schwarze Box. Könnte schon sein, ne? Also, dann nehme ich jetzt hier mal den Schlüssel, Kaspar. So, und dann können wir auch schon den Schlüssel und? Nach unten gehen und nachgucken. Oh, und warte mal, für welche Truhe ist das? Ja! Und da ist der orange Schlüssel für den Keller. Das ist echt gut, Kaspar. Oh Gott, sehr gut. Oh mein Gott. Das lässt uns jetzt echt in den Keller gehen, jetzt, wenn du den hast, ne? Ja, komm, Abfahrt. Okay, und rein da. Sehr gut. Oh Gott. Das sieht gruselig aus. Warte mal, geh nicht vor. Das sieht echt gruselig aus. Glaubst du? Guck mal, wie die Katze mich anguckt. Wollen wir einfach rausgehen? Die sieht hungrig aus. Die sieht irgendwie aus als... Ei! Oh Gott. Oh nein, vorsichtig mit den Spinnenweben. Okay, nicht die Spinnenweben berühren. Hier, was sind hier für... Jerry! Wo ist er? Da in der Ecke! Was? Wie geht's da? Jerry, geht's dir gut? Ist noch irgendwas? Hier ist ein grünes Schloss, wir brauchen einen grünen Schlüssel. Ja genau, wir brauchen einen grünen Schlüssel. Aber wo soll der sein? Er kann sich gar nicht mehr erinnern, was passiert ist. Na toll, Jerry. Ah, der wurde bestimmt betäubt von Omi. Ja, glaube ich auch in diese Spinnenweben gesetzt oder so. Ja, gruselig. Also wirklich. Die hat hier anscheinend echt alles abgeschlossen, deswegen liebt die auch Schlüssel und Schlösser. Ja, also, wo ist der, soll jetzt der grüne sein, frage ich mich gerade. Weißt du, was ich mich frage, wo Omi ist? Die muss doch hier noch irgendwo sein, oder? Echt so, die kann sie doch nicht einfach... Die ist durch die Tür durch? Ich glaube nicht, dass sie hier unten ist, auf jeden Fall bei uns. Okay, ich glaube, die ist auf jeden Fall oben irgendwo oder draußen. Kann sein, dass sie draußen ist. Okay, wollen wir jetzt lieber bleiben oder gehen? Lass uns lieber abhauen hier, ich mag das gar nicht. Ich auch nicht, wir gehen jetzt. Okay. Komm, wir nehmen Jerry und dann hauen wir ab. Ist so, Jerry, deine Oma ist verrückt, die ist nicht nur schlafgebunden, die ist verrückt. Die ist ganz ballerballer, die ist durchgedreht, Jerry, glaub mir. Ist so. Das bringt nichts mehr, hier zu bleiben. Sie ist sehr stark. Er hört die Stimme von ihr in seinem Gehirn? Oha. Kommt, Leute! Hä, was? Was will er denn? Es sind zwei Persönlichkeiten oder so. Hä, ich habe eine Überraschung! Denkst du, Jerry ist die Oma? Ich glaube, dass Jerry kontrolliert wird von der Oma. Jerrys gehört oder so. Lass uns einfach schnell raus hier. Also das wird mir alles ein bisschen zu... Komm, lass uns ein Schlüssel finden. Ja, irgendwo hier der grüne Schlüssel, irgendwo hinter der Box oder so vielleicht. Ja, ich gucke auch schon, aber hier ist auf jeden Fall keiner. Wo könnte der denn sein? Hier hinten? Nee. Irgendwo muss ich dir doch verstecken. Ja, hier links oder so. Oben vielleicht? Wo soll denn der sein? Hier. Hier liegt er. Ah, super. Ja gut, dann nimm ihn hier so, und dann lass uns... Ich hab ihn. Dann mach mal auf hier. Dann würde ich sagen, lass uns raus hier, Kaspar. Und dann haben wir ihn verabschiedet. Und wir hier endlich. Alter, dann willst du jetzt hier noch diese Obby oder so machen. Eine Obby? Oh Gott! Was ist denn das? Das sieht auf jeden Fall echt aus wie ein krasser Oma. Oh Gott, oh mein Gott, die Segen, das drehende Brett, die Lava. Was hat Omi hier für... Also ey, was, bloß nicht runterfallen, Kaspar, ne? Wenn du da jetzt runterfällst, dann war es das. Ich sag's dir wirklich. Ich sag dir auch, das sieht auf jeden Fall auch schon sehr verrückt aus, ne? Oh Gott. Warum hat man sowas in seinem Keller, in seinem eigenen Haus? Vielleicht damit halt gerade, damit du auch verdienst hast, wenn du entkommen kannst, weißt du, damit du es auch schwerer hast oder so für Oma. Also die muss ja echt komplett durchgedreht sein, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, sage ich auch. Oh nein, guck mal, wer gegenüber ist, Kaspar. Wir können da jetzt nicht rüber. Wir können da jetzt nicht rüber, wenn Omi da drüben ist. Wir können da echt nicht rüber, wenn Omi da drüben ist. Vor allem die Jerry, wie kannst du mich nur so verraten? Ist so, guck mal. Oh Gott. Sie sagt viel Glück. Viel Glück sagt sie uns? Da wollen wir uns auch umbringen. Okay, also... Oh, jetzt ist sie weg. Willkommen. Dann würde ich sagen, Kaspar, let's go. Abfahrt! Okay! Ah, ich bin in die Säge gelaufen, Kaspar. Blöd, wieso? Pass doch mal ein bisschen auf dich auf, bitte. Ich habe nur ganz wenig Leben. Oh Gott, fall bloß nicht in die Lava. Nicht die Säge berühren. Oh Gott. Und hier, oh Gott. Okay, ich hab's auch rüber geschafft. Okay, sehr gut. Das war echt schwer. Lass nach oben, Kaspar. Wie geht's raus? Wie jetzt? Guck mal.
Es sieht aus wie ein Ausgang und da sind aber Autos. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überfahren. Und das noch mal berinnt. Wo ist Jerry? Jerry! 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 Hallo! Da komm, er kommt! Oh, sehr gut, geholt. Okay, sehr gut. Gut. Warte mal, ich kann doch den Keks essen, den Burger. Das mache ich jetzt. Bringt das Leben? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Guck mal, ich habe einen schwarzen kleinen Hund bei mir. Ich sehe es nicht. Hä? Ich sehe ihn nicht. Mann, du hast einen Geisterhund. Weil nein, der ist bei mir. Siehst du den nicht? Jetzt sehe ich ihn. Hey! Hallo. Ja! Hey, Mann, bist du nicht dick? Wie die Katze. Nee, wie die Katze, ne? Aber der ist viereckig. Ja, der ist echt, sieht echt ein bisschen komisch aus. Also irgendwas warum stimmt. Warum ist das, das viereckige Katze? Hat er den Zauberwürfel gegessen? Ich glaube, der hat irgendwie den Zauberwürfel gegessen oder so. Okay, okay, Kaspar, pass auf die Autos auf, ne? Aufpassen auf die Autos und jetzt darüber. Oh ja, und jetzt gibt's hier ein Labyrinth oder was soll das sein? Oh nein. Oh Gott. Das hört sich ganz schön gruselig an. Und Jerry ist weg. Jerry ist weg. Wie Jerry ist weg. Und ich hab echt nicht Jerry ist gerade weg. Nee, er ist hinter uns. Ah, da ist er, okay. Ich bin jetzt links gegangen, Kaspar. Ich hoffe, das war richtig. Ja, ich hoffe auch. Hier links lang, oh, das sieht nicht richtig aus. Oder? Doch, doch, doch. Glaub mir, das ist hier richtig. Hier ganz außen lang, komm. Glaubst du? Hier sind Bäume. Hauptsache nach vorne. Ja, doch, das sieht gut aus. Gutes Zeichen, das ist ein Baum. Das könnte es sein. Ja, stimmt, stimmt. Oha, nein, es geht hier lang. Oder? Doch, doch, das ist richtig. Ich sag's dir, es ist richtig. Glaubst du, das ist richtig? Ja, hier geht's raus irgendwo. Ich weiß aber nicht genau wo. Oh. Oh Gott, ich dachte, wenn eine Sackgasse. Oh, das ist echt gut. Ich dachte auch gerade, das wäre eine Sackgasse. Mm, aber wir kommen gut durch gerade, ne? Wir kommen richtig gut durch, als ob das jetzt hier eine. Oh nein. Links hier lang würde ich sagen. Nein, 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 hier müssen wir lang. Oh mein Gott, aber wo müssen wir lang? Ja, ich laufe gerade den Weg. Ich glaub, das ist richtig hier. Oh Gott. Ja. Ja. Okay, ich komme auch mal lang. Ja. Ja, läuft sieht gut aus, oder was? Bist du in diesen kleinen Gang rein oder wo bist du hin? Sackgasse! Was? Schon wieder eine oder was? Mann, ey! Warte mal, hier lang, hier lang, hier lang. Ach, hier da lang. Links lang? Ja, hier ist ein Baum, hier ist ein Baum. Stimmt. Ja, hier geht's raus! Ja? Hier ist der Ausgang, Bronzo! Juhu. Juhu! Sehr gut! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, schön. Wir sind der Oma entkommen! Let's go! Let's go! Ah! Oh Gott, oh nein. Gott! Nein! Was ist denn jetzt los? Wir haben es doch nicht geschafft, ey. Doch, wir haben es geschafft, aber sie hat Jerry genommen und will Jerry behalten. Oh. Nach Hause jetzt. Wir müssen unbedingt abhauen. Tschüss jetzt. Das soll es für die Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es so ist. Checkt die beiden Videos aus und da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.